nur noch 37 Mal schlafen. Nur noch 37 Mal schlafen. Kennt ihr dieses noch in dieser Kategorie denken? Wir als Kinder, wenn uns gesagt wurde, noch so und so oft mal schlafen gehen und dann passiert dies und jenes. Und am nächsten Morgen mussten wir dann, dass es eine Nacht weniger geworden ist. Und wir haben uns beim Zu-Bett-Gehen darauf gefreut, wieder zu sagen, nur noch so und so oft mal schlafen gehen und dann dies und jenes. Nur noch 37 Mal schlafen gehen, liebe Geschwister. Was wird es dann wieder geben? Dann wird es wieder Zusammenkünfte geben, in der Familie, unter Freunden. Wir werden mit Spannung die Ereignisse verfolgen. Ja, wir werden essen und trinken, genießen. Und so wie wir jetzt uns freuen auf nur noch 37 Mal schlafen gehen, so gibt es andere, die freuen sich auch. Ja, die Zahl ist eine ähnliche Zahl, liegt in der Nähe. Und sie sagen auch, ja, nur noch ein paar Tage, nur noch ein paar Wochen und dann das große Ereignis. Und wir freuen uns, liebe Geschwister, auf ein Ereignis, das wird die Welt bewegen. Die Welt wird dieses Ereignis verfolgen. Und dieses Ereignis wird Schicksale ändern. Und inshallah, das Schicksal eines jeden von uns, der hier anwesend ist, und eines jeden von uns, den wir kennen. Aber spürt ihr schon? Da ist so ein, ja, einige wussten vielleicht nicht, worum es geht. Und andere merken, es gibt irgendwie zwei Ereignisse, die ungefähr, ja, in 6-7 Wochen stattfinden werden, die mit einer gewissen Sehnsucht erwartet werden. Für uns, liebe Geschwister, ist es Ramadan. Oh Allah, bitte lass uns alle nochmal den Ramadan erleben und ihn erfolgreich durchleben. Allahumma Amin. Allah Ta'ala sagt im Koran in der 14. Sure, das ist der 5. Vers, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Und erinnere sie an die besonderen Tage von Allah. An die Tage von Allah. Die Tage Allahs, korrekterweise. An die Tage Allahs. Kennt ihr das Buch, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod? Ja? Wenn ihr das lest, dann werdet ihr diesen häufig gemachten Fehler dann bemerken. Erinnere sie an die Tage Allahs. Und darin sind Zeichen gewiss für die sehr Geduldigen und für die Dankbaren. Und Ramadan, liebe Geschwister, gehört dazu. Ibn Abbas, im Tafsir von Qurtubi, wenn ich mich richtig erinnere, er sagt, dass mit den Tagen Allahs gemeint ist oder gemeint sein kann unter anderem seine Gnaden. Und ist nicht der Ramadan eine Gnade? Wer würde sagen, dass eine der 5 Säulen von Allah Ta'ala, von dieser Religion, eine der 5 Säulen der Religion Allah Ta'alas, ja, nicht zu seinen Gnaden zählt? Und auch in einem geschichtlichen Zusammenhang sollte man diesen Vers verstehen. Und so erinnern wir in der heutigen Ansprache an die Tage Allahs, liebe Geschwister, an den Ramadan. Und ich bin davon überzeugt, dass zwei Faktoren entscheiden, ob wir einen erfolgreichen Ramadan durchleben, so Allah Ta'ala uns dieses Leben schenkt bis dorthin, oder ob wir ihn einfach wie irgendwelche Tage durchleben, ohne einen wirklichen Nutzen davon zu haben. Und der Prophet warnte, sallallahu alaihi wasallam, ein Hadith, der in Bukhari festgehalten ist, derjenige, der sich nicht vor dem üblen Handeln und vor dem üblen Reden zurückhält, von dem verlangt Allah Ta'ala auch nicht, dass er sich vom Essen und vom Trinken zurückhält, sinngemäß. Und der Prophet warnte auch, sallallahu alaihi wasallam, in einem anderen Wort, dass es manchen gibt, der von seinem Fasten nichts hat außer Hunger. Und manchen gibt, der von seinem Beten in der Nacht nichts hat außer Schlaflosigkeit. Allah Ta'ala möge uns davor bewahren, zu diesen dazu zu gehören. Was sind also diese beiden Faktoren? Der eine Faktor, liebe Geschwister, der eine Faktor ist die Sehnsucht.
Es wird überliefert, dass die Prophetengefährten ein halbes Jahr vor Ramadan schon diese Sehnsucht entwickelten und Bittgebete gemacht haben: Oh Allah, lass uns den Ramadan erleben, den kommenden Ramadan erleben. Diese Sehnsucht ist wichtig. Diese Sehnsucht in Bezug auf unsere Religion, auf Allah Ta'ala, auf seine Gnade, auf seine Vergebung, auf seine Unterstützung, auf die Stärkung der Muslime, sie gehört zu unserer Religion dazu. Ich gebe euch zwei Beispiele, liebe Geschwister, von Sehnsucht im Koran verankert. Und zwar in den Herzen der fünf großen Propheten, Ulul Azmi. Allah Ta'ala sagt in der 7. Sure, der 143. Vers: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمُهُ رَبُّهُ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Als nun Musa, alayhi salam, zu unserer festgesetzten, Allah Ta'ala hat ihm einen Termin gesetzt, Zeit kam und sein Herr zu ihm sprach. Sagte er, Musa alayhi salam sagte zu Allah Ta'ala: Mein Herr, zeige dich mir, damit ich dich anschaue. Musa alayhi salam, der zum Propheten berufen wurde, er wollte Allah Ta'ala in diesem Leben bereits sehen. Er sagte, Allah Ta'ala: Du wirst mich nicht sehen, aber schau den Berg an. Wenn er fest an seiner Stelle bleibt, dann wirst du mich sehen. Als nun sein Herr dem Berg offenbar erschien, ja, Allah Ta'ala offenbarte etwas von sich, dem Berg, ließ er ihn in sich zusammen sinken. Der Berg, ja, sank zusammen. Und Musa fiel bewusstlos nieder. Als er dann wieder zu sich kam, sagte er: Preis sei dir, ich wende mich in Reue dir zu und ich bin der Erste der Gläubigen, der Mu'minin. Musa alayhi salam, liebe Geschwister, er hat eine Sehnsucht Allah Ta'ala gegenüber gehabt. Obwohl er Offenbarung bekommen hat, obwohl Allah Ta'ala zu ihm sprach, aber er wollte mehr im positiven Sinne. Warum? Weil ein Muslim hat Sehnsucht Allah Ta'ala gegenüber und seinen Gnaden gegenüber, zu denen auch der Ramadan zählt. Und subhanallah, schaut euch die Gnade von Allah Ta'ala an. Er hätte es dabei belassen können zu sagen: Du kannst mich in dieser Welt nicht sehen. Punkt. Themawechsel. Aber schaut, was Allah Ta'ala Musa erleben ließ. Er stillte diese Sehnsucht Musas. Denn Musa, er durfte den Berg anschauen, wie er in sich zusammenfiel. Er durfte seine eigene Bewusstlosigkeit erleben. Ein kleiner Widerspruch, aber ja. Er durfte erleben, wie er bewusstlos wird und wieder erweckt wird. Und dieses Zeichen in seinem Herzen spürt, dieses Beben der Herzen. Kennen wir dieses Gefühl, wir rutschen ein bisschen aus, ja, oder verlieren ein bisschen das Gleichgewicht und dann, oh, ja, das Herz schlägt schneller. Stellt euch mal vor, wie unser Herz schlagen würde, wie wir uns fühlen würden, wenn wir sehen würden, wie ein Berg in sich zusammenkracht. Das heißt, Allah Ta'ala, er zeigt uns, liebe Geschwister, in dieser Geschichte nicht nur eine theologische Lektion, dass wir ihn nicht in dieser Welt sehen können, er zeigt uns auch seine Gnade, dass er unsere Sehnsucht stillen möchte. Und er zeigt die Statthaftigkeit der Sehnsucht ihm gegenüber. Denn dies war keine unverschämte Forderung Musas, alayhi salam. Eine weitere Begebenheit, liebe Geschwister. In der 2. Sure, der 260. Vers. Das sage ich deswegen, weil ich weiß, dass es einige Leute gibt, die merken sich diese Zahlen, damit sie zu Hause nochmal nachlesen können, diese Ereignisse, diese Verse aus dem Koran.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Und als Ibrahim zu seinem Herrn sprach: O mein Herr, zeige mir, wie du die Toten wieder lebendig machst. Wir haben wieder dieselbe Situation. Einer der großen 5 Propheten, er bittet Allah Ta'ala um ein Zeichen. Obwohl er Offenbarung bekommen hat und diese erfahren hat, aber warum bittet er um diese Zeichen? Aus Sehnsucht heraus, liebe Geschwister. Und sagt Allah Ta'ala, du wirst es im Jenseits sehen, aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Nein, subhanallah, Allah Ta'ala, er stillt diese Sehnsucht. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيكَ سَعْيًا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah Ta'ala sprach: So nimm 4 Vögel Ich glaube, ich habe hier und zieh sie zu dir her. Hierauf setzte er auf jeden Berg einen Teil von ihnen. Hierauf rufe sie, so werden sie zu dir herbeigeeilt kommen. Und wisse, dass Allah allmächtig und allweise ist. Verzeihung, ich habe einen kurzen Hänger gehabt. Ja, passiert manchmal. Das heißt, Allah Ta'ala wollte, dass Ibrahim alayhi salam seine Sehnsucht erfüllt bekommt. Und so sollte er 4 Vögel nehmen und sie zerteilen, töten und verteilen und sie dann zu sich rufen und dann kamen sie lebendig wieder zu ihm. Das heißt, er selbst hat den Tötungsprozess vollzogen und den Verteilungsprozess und dann durfte er erleben, wie die Vögel wieder lebendig werden und zu ihm geflogen kommen. Warum? Weil Allah Ta'ala unsere Sehnsüchte stillen möchte. Warum? Weil Sehnsüchte, liebe Geschwister, Allah Ta'ala gegenüber und seinen Gnaden gegenüber und unserer eigenen gesteigerten Gewissheit gegenüber. Weil unsere Herzen, sie verlangen nach Wachstum. Und was ist das Wachstum der Herzen? Was ist das Wachstum der Herzen? Wir kennen es, intelligenter zu werden. Wir kennen es, stärker zu werden. Wir kennen es, leistungsfähiger zu werden. Wir kennen es, dass Maschinen kräftiger werden. So verlangt alles, liebe Geschwister, nach Fortschritt, nach Wachstum. Wonach verlangt unser Herz? Nach Gewissheit. Nach Gewissheit. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er kommentierte diesen Vers in Bukhari festgehalten, damit zu sagen, wir müssen umso mehr nach Gewissheit streben. Wer wollte mehr Gewissheit? Ibrahim alaihi salam. Er wollte es erleben, wie die Toten lebendig werden. Aber wir verdienen es mehr, im Sinne von, wir brauchen es mehr, die Steigerung unserer Gewissheit und danach zu verlangen. Und Ibn Abbas im Tafsir von Ibn Kathir, er sagte, Allah akzeptierte die Bejahung Ibrahims, weil Allah Ta'ala rhetorisch fragte, glaubst du denn nicht? Das ist eine rhetorische Frage, Allah Ta'ala weiß alles. Und Ibrahim sagte, Bala, doch, aber ich möchte, dass mein Herz Beruhigung findet. Warum? Die Sehnsucht ist so groß. Und Allah Ta'ala, er akzeptierte dieses Bala. Und das ist eines seiner Gnaden. Liebe Geschwister, Sehnsucht. Sehnsucht, ich sagte Sehnsucht und eine andere Sache, werden entscheiden, ob wir einen erfolgreichen Ramadan erleben. Und deswegen bespreche ich dieses Thema auch jetzt, wo noch, ja, wie, Ramadan ist doch erst viel, viel später. Nein, jetzt ist die Zeit, diese Sehnsucht aufzubauen. Schon vor 3-4 Monaten hätten wir eine Ansprache halten können zu diesem Thema, weil ja überliefert ist, dass die Prophetengefährten ein halbes Jahr vorher zu bitten pflegten, dass Allah Ta'ala ihnen noch einen weiteren Ramadan schenken möge. Sehnsucht, warum? Warum ist Sehnsucht so wichtig? Es ist nachgewiesen, liebe Geschwister, dass das Visualisieren, ja, man hat also eine Vision
Und die wiederholt man, die baut man auf in seinem Herzen. Man visualisiert, dass die Visualisierung zum Erfolg führt. Und da gibt es Studien. Ja, ich zitiere eine Studie sehr, sehr gerne vom National Center of Medicine and Science in Sports. Da denke ich, oh, die Amis, immer die Amis. Ja, in Tunesien. Allahu Akbar. Ja, wir haben auch Forschung. Ja. Wer hat diese Studie durchgeführt? Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, weil er wurde in lateinischen Buchstaben wiedergegeben. Ich würde vermuten, Sarra, kann auch Sara, ja? Hamoudi Nasib. Wir haben Forscher. Ja? Und sie hat nachgewiesen in einer Forschung, was im Journal of Strength and Conditioning Research wiedergegeben wurde. Da muss jemand sein Handy lautlos machen. Sie hat nachgewiesen, dass für Sprinter, Sportler, die sich vorher vorstellen, die das visualisieren, wie sie rennen, dass ihre Leistungen gegenüber denen, die dies nicht tun, bessere Leistungen sind. Das ist nachgewiesen. Und so möchte ich, dass wir uns alle den Ramadan visualisieren, dass wir alle jetzt schon diese Sehnsucht entwickeln. Wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch schaffen. Das ist ein oft zitierter Ausspruch in diesem Zusammenhang. Wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch schaffen. Und nun kommen wir zum zweiten Teil. Ich sagte, Sehnsucht führt zum Erfolg im Ramadan. Und was ist der andere Teil? Der andere Teil, liebe Geschwister, ist Planung. Planung. Ja? Ich weiß, über uns gibt es so diese Vorstellung, ja, die Gerüchteküche, Muslime, die planen gar nicht. Ja, aber ich muss euch sagen, das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht mehr. Ich habe jetzt bereits Termine für 2017. Warum? Weil die Muslime sie planen. Die planen im Voraus. Alhamdulillah. Ja, damals vor 10, 15 Jahren hat man angerufen, ja, kannst du morgen Vortrag halten, 300 Leute kommen. Alhamdulillah, dass du mir jetzt Bescheid sagst. Gut, ja, kein Problem. Hättest auch morgen Bescheid sagen können. Ja, das war so die Stimmung unter uns Muslimen. Aber jetzt, mashallah, wir planen. Und Planung ist ein Teil unserer Religion. Ein wichtiger Teil. Ich sage euch, wenn wir diese Religion studieren, dann müssen wir feststellen, wir müssen zu den am bestorganisiertesten, wir müssen die bestorganisierte Gesellschaft auf Erden sein. Individuell müssen wir die am besten organisierten Individuen sein. Von unserer Religion her, schauen wir uns die fünf Säulen an. Das Gebet, wie viel Planung erfordert ein fünffacher Termin am Tag, wo du so vieles mit einberechnen musst. Du musst nicht auf Toilette gehen, weil wer kämpft gegen das auf Toilette gehen müssen, der hat kein Gebet, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß. Ja? Das heißt, du musst entspannt sein zu dem Zeitpunkt. Du musst dich gewaschen haben. Deine Kleidung und der Gebetsplatz müssen sauber sein. Du musst dich auch mit anderen Leuten koordinieren, Termine etc. Das heißt, wenn du rausgehst, brauchst du diesen Zeitpuffer, weil es könnte ja sein, dass du irgendjemanden triffst oder irgendjemandem, ja, einer sehr, sehr alten Frau über die Straße helfen musst. Einer sehr, sehr alten Frau. Ja. Das Gebet, subhanallah, erzieht uns zu Managern. Die Hajj, subhanallah, da kommt noch das ganze, die ganze Reiseplanung dazu. Treffpunkte und die Termine für die Abfahrten und für die Rückfahrten und ja, Transportmittel und das muss alles gebucht werden und ja, die Zimmer und die Hotels und subhanallah und die Reisegruppe. Und wonach richtet sich die Reisegruppe? Nach dem schnellsten und dem gesündesten? Nein, die Reisegruppe richtet sich immer nach, ja, dem Schwächsten. Das heißt, da muss man auch viel planen können. Spontane Dinge, die einfach auftreten können. Ah, man sieht auf einmal, die Reisegruppe möchte noch mehr Shopping machen für Geschenke. Okay, müssen wir alles planen. Subhanallah. Und der Ramadan, liebe Geschwister, um zum Ramadan wiederzukommen, er liefert noch eine wichtige zusätzliche Komponente zur Planung, nämlich Gefühlsmanagement. Das Management der eigenen Ressourcen. Weil auf einmal haben wir zu bestimmten Zeiten weniger Kraft, körperlich, weil unser Schlaf- und Essensrhythmus umgestellt wurde. Und wir kennen das auch, dass durch das Fasten, ja,
manchmal sind wir so ein wenig nervlich mehr angespannt, ja, weil wir sind ja auf Hochtouren. Das heißt, wir müssen auch mehr mit diesen Emotionen lernen, umzugehen. Emotionsmanagement. Wir lernen auch in Zeiten der Schwäche etwas leisten zu müssen. Das heißt, subhanallah, Planung gehört zum Leben eines Muslims dazu. Und da, wo es die Gerüchte gibt, klärt erstmal auf, das ist längst vorbei. Das waren Muslime, weiß ich nicht, in Deutschland 1950, 1960. Wir sind jetzt eine organisierte, mashallah, eine Einheit. Mashallah, ja, Alhamdulillah. Ich kann euch viel Positives berichten. Zakat, auch nochmal so eine Sache. Das muss ja alles dokumentiert werden. Wer hat was zu geben? Wer darf etwas bekommen? Wer wie was, wo wie viel? Und Prozentrechnung und Minusrechnung, Plusrechnung, Malrechnung, Geteiltrechnung, alle Grundrechenarten. Ja? Das heißt, subhanallah, wir als muslimische Gemeinde, wir sind managementmäßig stark aufgestellt. Wir können das ganze Universum regieren, liebe Geschwister. Keine Herausforderung für uns. Warum? Weil unsere Religion uns Management in den Alltag reinbringt. Alltag. Ja? Wir sind die geborenen Manager, wenn wir nach unserer Religion leben. So, jetzt Planung ist so Vision, Sehnsucht, das hört sich so positiv an, stimmt's? Und jetzt, wenn wir das Wort Planung hören, manche denken, oh, Planung, ja. Planung macht nicht immer Spaß, stimmt's? Ja. Vielleicht ist ja bei dem einen oder anderen der Zustand der Muslime von 1960 mehr Alltag, ja. Das heißt, er hört das Wort Planung nicht gerne. Aber ich werde euch sagen, was dabei wieder hilft, Planung zu schätzen, Planung zu lieben. Was war die erste Lektion? Ja. Kennt ihr, kennt ihr nicht, auch egal. Was war die erste Lektion gewesen? Visualisierung, die Sehnsucht. Wir müssen uns einfach vorstellen, was ist der Ramadan? Und nicht vorstellen, sondern einfach mal realisieren, was ist der Ramadan? Und dann werden wir gerne dafür opfern. Wie viele Menschen schwitzen, ja, und hungern für eine bessere Figur? Schwitzen und hungern, schwitzen und hungern, schwitzen und macht Schwitzen Spaß? Nein, Schwitzen macht nicht Spaß. Macht Hungern Spaß? Nein. Und bestimmte Nahrungsmittel, dass man die nicht essen darf und bestimmte andere wiederum essen soll, das macht alles keinen Spaß. Aber wisst ihr, was die Menschen da antreibt? Ihre Vision von sich selbst. Sagen, oh, dann werde ich so aussehen. Ja? Und wenn ich so aussehe, dann wird dies und das alles passieren. Deswegen visualisiert, realisiert, was ist Ramadan? Dass die Tore des Himmels, des Paradieses geöffnet sind, ist eine Realität. Dass die Tore der Hölle geschlossen sind, ist eine Realität. Dass die Shayatin, die uns immer wieder nerven mit ihrem Aufruf zum Schlechten, dass die gefesselt sind, das ist eine Realität. Dass der Geruch des Fastenden bei Allah Ta'ala beliebter ist als der Geruch von Moschus. Das ist eine Realität. Dass die guten Taten und die Reue einem einfacher fällt im Ramadan. Das ist eine textlich bestätigte Realität. Im Sinne von nicht nur durch die Erfahrung, sondern der Prophet hat das gesagt. Sallallahu alaihi wasallam. Ja? Dass im Ramadan die guten Taten nochmal vervielfacht werden, ist eine Realität. Dass die besten Nächte sich im Ramadan befinden und die geehrteste Nacht, das ist auch eine Realität. Dass Allah Ta'alas Vergebung für denjenigen, der sich im Ramadan bemüht, durch das Fasten und durch das Gebet, dass diese seine Vergebung auf uns wartet, liebe Geschwister, das ist eine Realität. Dass Menschen in den Nächten vom Ramadan vom Höllenfeuer befreit werden, das ist eine Realität. Lohnt es sich für diese Realität zu planen? Lohnt es sich für diese Realität zu investieren? Zeit und Geld und Gedankenkraft? Natürlich. Das heißt, wir haben Sehnsucht und wir planen. Und während wir planen, haben wir immer unsere Vision, immer unsere Realität vor Augen, im Herzen. Und dann wird es uns leicht fallen, liebe Geschwister. Ich muss weitermachen hier, subhanallah. Ja, dass der letzte Freitagsredner so pünktlich aufgehört hat. Ja, das hat mich natürlich auch stark unter Druck gesetzt. Ja, weil ich immer derjenige bin, der dann überzieht.
Allah möge ihm vergeben. Liebe Geschwister, ich habe genau geschaut. Wir haben auch eine kleine Herausforderung, aber die ist klein. Klein. Allahu Akbar. Allah ist größer. Das heißt, alles andere ist klein. Allah ist nämlich unvergleichlich größer. Wir haben eine kleine Herausforderung, weil ein paar Tage nachdem der Ramadan angefangen hat, fängt dieses, ich will nicht sagen andere große Ereignis, weil das, da gibt es keinen Vergleich. Versteht ihr, was ich meine? Man kann das nicht vergleichen. Äpfel und Birnen kann man vergleichen, aber Ramadan und das Mini-Ereignis, das kann man nicht vergleichen. Aber es packt einige von euch, stimmt's? Es packt einige von euch, stimmt's? Und ihr kriegt das Kribbeln, wenn ihr hört, der gegen den und ja und oh, ja? Ist der kleine Hooligan in uns drin. Aber den müssen wir auch erziehen. Es gibt einen kleinen Schweinehund und es gibt einen kleinen Hooligan. Da müssen wir ein bisschen uns selbst erziehen. Mein Ratschlag, holt euch euren Kalender raus. Planung bedeutet Sonntag, ja, Abend bin ich in der Moschee. Montagabend bin ich in der Moschee. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Abend bin ich in der Moschee. Oder natürlich organisiert in der Familie, ja, mit Koranlesung und ja, eine religiöse Sitzung zu Hause haben. Vielleicht Abwechslung oder ja. Und dann wird es mir leicht fallen, am Freitagabend, und es wird dieser Vereinige ein kleines Tief sein, ja. Sie haben ein paar Tage, Alhamdulillah, Vollgas gegeben und dann kommt, wird dieser Freitagabend kommen, wo das erste Ereignis von diesem Mini-Ereignis stattfinden wird. Und da werden wir schon einige Leute ja, geprüft sehen. Aber die ersten Tage werden euch Kraft geben, Freitag auch in der Moschee zu sein. Und Allah Ta'ala hat euch, ja, denen, deren Herzen ein wenig hängt an diesem Mini-Ereignis, aus meiner Sicht, Allahu A'lam natürlich, ein Trostpflaster geschenkt. So ein Pflaster, ja, zum Trösten. Ja, so, ja, und dann kriegt man das Pflaster und dann freut man sich. Kennt ihr das in der Kindheit? Das Pflaster hat die Tränen weggewischt, subhanallah. Wenn wir den Ramadan für Allah Ta'ala verbringen, dann sind noch die letzten drei Spiele, die liegen dann außerhalb des Ramadans. Ist das nicht so eine Art Bonus? Ist ein Bonus, oder? Weil subhanallah, wir haben gespürt, wie die Spiele die Anzahl der Betenden hat sinken lassen. Und das ist sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Aber Allah Ta'ala hat es diesen Ramadan uns, ja, hat er uns eine Erleichterung geschenkt. Alles Unwichtige von diesem Mini-Ereignis liegt im Ramadan. Ja, und dann die letzten drei Spiele, die auch unwichtig sind, aber für einige eine Wichtigkeit besitzen, die könnt ihr dann in euren gewohnten Halal-Familien- und Freundesrunden euch anschauen. Ja, natürlich die Gebete nicht vergessen. Gut, flüchtet, liebe Geschwister, nehmt euch euren Kalender in die Hand und fangt an zu planen. Wann werdet ihr wo mit wem sein? Ja? Auch innerhalb der Familie. Fangt eine Familienkonferenz an. Wann werden wir wen einladen? Wann werden wir wo zu Besuch sein? Wann werden wir in der Moschee beten? Wann werden von uns einige, oder wie wechseln wir uns ab? Dass auch mal die Mama in die Moschee kommt, nicht ständig in der Küche und dann am Ende am Aufräumen ist und keinen einzigen Abend im Ramadan verbringen kann. Dass auch mal die Mama, ja, in die Moschee kann. Das muss alles geplant werden. Und Allah Ta'ala, liebe Geschwister, sagt in der 42. Sure, die wie heißt, sage ich euch gleich. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Im Rahmen eines Lobes, sagt Allah Ta'ala, und für jene, die auf ihren Herrn hören und das Gebet verrichten, und die von dem ausgeben, womit wir sie versorgt haben. Was waren jetzt diese drei Punkte, deren Angelegenheit entschieden wird aufgrund gegenseitiger Beratung? Das heißt, die Beratung hat die hohe Ehre bekommen zwischen dem Gebet und dem Spenden, mit all dem, was das Spenden einschließt, auch die Pflicht-Zakat, zwischen Gebet und Zakat und dem Spenden erwähnt zu werden. Die gegenseitige Beratung, subhanallah. Das bedeutet Familienkonferenz, das bedeutet Planung, wie wollen wir unsere Zeit verbringen in diesem geehrten heiligen Monat. Übernehmt auch Verantwortung in den Moscheen. Nicht nur hier, ja? Die Moscheen brauchen Unterstützung. Einkauf und Essensausgabe und Sauberkeit und Ordnung und,
Ja? Seid ein Teil, seid eine Säule des Ramadans, liebe Geschwister. Ich werde damit schließen mit zwei Dingen. Zum einen, besucht einen Friedhof, wie ihr natürlich auch die Altersheime und die Krankenhäuser besucht. Gerade im Ramadan und zu Eid oder in den Tagen des Eids, um Eid herum. Warum? Einige, die haben diese Atmosphäre nicht, sie sind gebunden an das Altersheim, sie sind gebunden an das Krankenhaus, subhanallah. Schließt diese nicht aus, schließt diese nicht aus. Teil des Ramadans ist es, diesen bedürftigen Menschen auch Zeit und Freude zu schenken. Und besucht auch einen Friedhof, besucht auch einen Friedhof, eine Weisheit, die mich die letzten Tage erreicht hat. Es sind die Lebenden, die den Toten die Augen schließen, aber es sind die Toten, die den Lebenden die Augen öffnen. Und das andere, liebe Geschwister, plant ein Budget für euren Ramadan. Und ich werde euch erklären, warum, nachdem wir Allah Ta'ala um Vergebung gebeten haben. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Es wird überliefert vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beziehungsweise von Ibn Abbas in einem Hadith, den Bukhari festgehalten hat. Ibn Abbas sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist jetzt eine Beschreibung. Er war der großzügigste aller Menschen. Und die Großzügigkeit, liebe Geschwister, das war eine Hauptdisziplin unter den Arabern. Eine Hauptdisziplin, so wie in Deutschland Pünktlichkeit und Ordnung, ja, eine der Hauptdisziplinen ist, Alhamdulillah, schön. So war bei den Arabern die Großzügigkeit vielleicht sogar die Hauptdisziplin. Und er war der großzügigste aller Menschen. Ja, unter allen, die Ibn Abbas jemals gesehen hat. Aber wisst ihr was? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde im Ramadan übertroffen. Von wem? Von sich selbst. Ja? Im Ramadan war er sogar noch großzügiger gewesen. Das heißt, sammelt ein Budget. Spart jetzt schon mal. Plant, habt eine Geschenkeliste, wer was bekommt. Was ihr auch dafür ausgeben müsst, was ihr dafür bereithalten müsst. Wenn ihr Leute einladet zu euch nach Hause, oder wenn ihr in der Moschee seid und der extra Kaffee, der vielleicht nicht inklusive ist, ja, ausgegeben werden soll, ihr seid vorbereitet, ja, weil ihr das Geld hier habt, nicht da. Seid großzügig. Investiert in dieses große Ereignis, liebe Geschwister. Und Kinder, ihr habt ein Anrecht, gemäß diesem Hadith, euren Eltern zu sagen, ja Mama, ja Papa, ich habe gesellschaftliche Verpflichtungen, ja, gesellschaftliche Verpflichtungen, ich brauche eine Taschengelderhöhung im Ramadan. Ja, und Eltern, dem müsst ihr auch stattgeben, dieser Taschengelderhöhung, damit wir dieses Ereignis auch, ja, in unseren Herzen groß machen. Es ist bereits groß. Allah Ta'ala hat es, ja, hat es geehrt. Aber in unseren Herzen, liebe Geschwister, dafür müssen wir investieren. Liebe Geschwister, lasst uns Allah Ta'ala bitten, wie wir ihn noch niemals gebeten haben. Ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim. O Allah, bitte segne den Propheten Muhammad und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute und lasse uns zu den Letzteren zählen. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden und bitte lasse uns jegliche große Sünde niederlegen und lasse uns gegen jegliche kleine Sünde auch vorgehen, O Allah. Und helfe uns, O Allah, uns an unsere Gebote, die du uns gegeben hast, zu halten. Segne uns durch das fünffache Gebet in der richtigen Zeit täglich, O Allah. Und vereine die Muslime, O Allah, und schütze sie vor allem Übel. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und schenke uns Zuflucht und Schutz vor all dem, wovor er auch bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. O Allah, bitte helfe uns, ein tatenreiches Leben zu haben. Ein Leben, was dem Armen hilft, dem Bedürftigen hilft, dem Unterdrückten, dem Gefolterten, dem Gefangenen hilft, O Allah. Was dem Verzweifelten Trost spendet. Und schenke uns Kraft gegenüber allen Verführungen und Kraft, dir gegenüber gehorsam sein zu dürfen, O Allah.
und schenke uns Freude in unseren Herzen und in unseren Familien. Verheirate, oh Allah, bitte die Unverheirateten unter uns und schenke den Familien rechtschaffene Kinder und Harmonie. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.